Herr Kraft, hallo. Fundraising, was ist das? Alright. Fundraising, da geht es um Spenden. Ja? Ich möchte sozusagen jemanden überzeugen, mir etwas für meine Institution zu geben, ohne dass ich etwas sozusagen Finanzielles oder Marktadäquates zurückgebe. Nur mit Konzept ist man erfolgreich. Das heißt, wenn man systematisch rangeht, sich ordentliche Grundlagen aufschafft, ein Konzept sich aufbaut. Als drittes ist es, dass man einfach versuchen muss, mit den Menschen, die für einen spenden sollen, in Dialog zu kommen. Also reden, kommunizieren, das ist das zentrale Moment des Fundraisings. Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren und Freunde und Freundinnen der politischen Bildung. Wir sind Hanna Meyer und Anna Hoff und wir begrüßen Sie ganz herzlich zum 5. Fundraising-Tag hier in Köln im Mediapark. Die 5 ist der 5. Fundraising-Tag und es ist ein Jubiläum und gleichzeitig der letzte. Das ist für uns Anlass genug, eine kleine Reportage über den Fundraising-Tag zu machen. Wir haben viele Gäste aus der politischen Bildung eingeladen, viele Referenten, viele Redner und wir freuen uns sehr, Sie begleiten zu dürfen. Heute begrüßen wir rund 200 Teilnehmende hier auf der Veranstaltung, die alle aus dem Bereich der politischen Bildung und aus dem Non-Profit-Bereich im Allgemeinen kommen und sich hier informieren wollen, wie sie in Zukunft ihre Projekte und ihre Ideen finanzieren können und vor allem auch viele Interessierte dafür gewinnen können. Ein besonderer Schwerpunkt dieses Fundraising-Tages liegt vor allem auf dem Online-Fundraising, ja im Zuge der aufkommenden neuen Medien, Social Media, Facebook und Twitter und so weiter immer wichtiger wird. Und wir schauen uns vor allem an, wie man über diese neuen Techniken und neuen Medien Interessierte und Freunde und Förderer dieser Projekte gewinnen kann. Fürs Fundraising braucht man halt ein ganz überzeugendes Projekt. Und wenn ich das nicht habe, dann werde ich online nicht erfolgreich sein, aber auch offline nicht erfolgreich sein. Das heißt, ich muss ein sehr überzeugendes Projekt haben und muss mich an Adressaten richten, die affin sind für das Thema. Und dann bietet online das Internet eine große Chance, um das Projekt noch lebendiger, noch transparenter darzustellen. Das ist sicherlich Suchmaschinenmarketing, das ist Suchmaschinenoptimierung, das ist die Schaltung von Bannern im Internet, das ist Social Media, dieses Peer-to-Peer-Fundraising, was immer mehr kommt. Das heißt, dass Leute Spendenaktionen starten können und die Verwandten und Bekannten um Spenden bitten. Das muss organisiert werden online. Und wie gesagt, die Webseite muss absolut top sein, weil wenn die Webseite nicht absolut top ist, dann brauche ich, glaube ich, mit vielen anderen Dingen gar nicht anfangen. Online-Fundraising ist keine Gelddruckmaschine, aber es ist ein Teil des Fundraising. Es gibt Bußgeld-Fundraising, es gibt Mailings, es gibt persönliche Spendengespräche, Großspender-Fundraising und im Idealfall verknüpft man die Sachen miteinander. Dann haben wir eine Recherche gemacht und haben die Map for Good herausgegeben. Da finden sich zusammen mit Spendino und da finden sich ein Überblick über 50 Tools, Online-Fundraising-Instrumente. Es ist noch nie so einfach gewesen, ins Online-Fundraising einzusteigen, weil es gibt halt eben Agenturen wie Spendino, Altruia, Fundraising-Box, die bieten einem erstmal ein Spendenformular an, was man auf die Webseite packen kann. So, und das ist schon mal ein guter Start. Und es liegen sicherlich Welten zwischen einem Start und einem richtig professionellen Fundraising. Aber ich denke, man sollte erstmal starten. Das Web 2.0 mit seinen dialogischen Instrumenten, wie beispielsweise Facebook oder Twitter, verändert ganz klar die Bindung zum Unterstützer und zum Spender. Das heißt also, ich kann, wenn ich mich für ein Projekt interessiere, online sofort Kontakt aufnehmen zu der Organisation. Ich merke da schon, wie reagiert die Organisation. Also brauchen die 5 Tage, bis sie meine E-Mail beantworten oder kommt das sehr schnell? Wie ist die Tonart? Wie werde ich involviert? Und das Web 2.0 öffnet im Grunde genommen die Projekte für die Unterstützer und die Spender. Es findet ein Dialog statt, der Austausch. Das ist das A und O. Es geht in erster Linie um Kommunikation bei Facebook und weniger um Spenden. Das kommt und das findet auch statt, aber es geht darum zu informieren und
ich glaube, da profitieren beide ganz stark von, sowohl die Organisation, die kann sich mitteilen, aber die kann auch zuhören, was interessiert euch eigentlich an unserer Arbeit und wie können wir uns noch mehr auf euch einstellen. Vielleicht können wir auch Freiwillige finden, Ehrenamtliche finden, je nachdem, was wir so vorhaben. Und der Spender, der viel mehr und viel schneller erfahren kann, was die Organisation zum Beispiel mit dem Geld macht, weil er dort einfach fragen kann. Und Fundraising, das ist gerade auch für die Träger der politischen Bildung ein ganz, ganz wichtiger Bereich, wo es uns wichtig ist, einfach ein paar Grundlagen in die Community, in die Trägerlandschaft hineinzugeben. Marita Heibach hat auf den dritten Fundraising-Tag zur politischen Bildung gesagt, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, das systematische und kontinuierliche Fundraising leistet einen bedeutenden Beitrag für den Aufbau und Fortbestand der Zivilgesellschaft. Aber Fundraising kann eben auch gerade für diesen Bereich der unabhängigen Zivilgesellschaft eine ganz, ganz wichtige Unterstützung sein. Wir machen zum Beispiel auch die Erfahrung, als Robert-Bosch-Stiftung sind Träger der politischen Bildung manchmal auch interessante Partner. Geht es nicht immer nur sozusagen ums Geld, sondern wir suchen auch die Zusammenarbeit. Ich bin hier, weil ich im Rahmen meiner Tätigkeit als Quartiersmanager Vereine und Initiativen bei ihrer Arbeit unterstützen darf. Und um da ein bisschen Hintergrundwissen zu bekommen, bin ich hier, um denen dann vielleicht entsprechende Tipps geben zu können. Und was ist das Wichtigste, was man bei einem Fundraising-Antrag beachten muss? Ich glaube, man braucht viel Herzblut und muss bei einem Fundraising-Antrag seine eigene Attraktivität zeigen und dem anderen das Gefühl geben, das ist toll für ihn, wenn er mit mir zusammenarbeiten würde. Da wird er echt was gewinnen, aber wirklich auf der emotionalen Ebene. Stiftungen sind natürlich eine wichtige Institution, wenn es darum geht, dass Mittel auch für gemeinnützige Projekte vergeben werden, verteilt werden. Der Stiftungssektor in Deutschland ist ja im Wachsen. Von Jahr zu Jahr haben wir mehr Stiftungen. Nicht alle Stiftungen sind Förderstiftungen. Es gibt auch sogenannte operative Stiftungen. Die stecken ihr Geld dann vor allen Dingen in eigene Projekte, in eigene Programme, wogegen Förderstiftungen natürlich offen sind auch für Anträge von Dritten. Stiftungen haben natürlich sozusagen auch ihre eigene Logik. Sie haben bestimmte Grundsätze. Das ist natürlich schon im Stiftungszweck festgelegt, was eine Stiftung unterstützen kann, was sie fördern will. Man hat bestimmte Formate, bestimmte Programmformate, die muss man kennen, das muss man wissen. Deswegen auch der Tipp, sich vorher schlau zu machen, sich vorher auf der Website eingehend zu erkundigen. Und dann nicht alles, was ein Antragsteller toll und überzeugend findet, findet auch die Stiftung toll, weil die Stiftung möchte ja auch gestalten, sie setzt ihre eigenen Schwerpunkte, sie sagt, besondere Themen liegen uns besonders am Herzen. Also wenn man sich zu Stiftungen informieren will, da gibt es natürlich eine ganz gute Suchmaschine, bereitgestellt durch den Bundesverband der Deutschen Stiftungen, der Deutsche Stiftungsindex, der mittlerweile auch online abrufbar ist. Da kriegt man schon mal so ein paar Hinweise, kann man auch nach Themen gezielt recherchieren, kann nach Regionen gezielt recherchieren. Das ist mal so ein erster Einstieg, wo man sich schlau machen kann. Eine wichtige Spielregel, finde ich, ist Transparenz. Mit offenen Karten zu spielen, also auch als Antragsteller klarzumachen, was will man, hat man vielleicht noch von anderer Quelle irgendwie Mittel beantragt, hat man vielleicht noch andere Zusagen. Je transparenter und je offener das macht, desto eher wird man auch Vertrauen herstellen können, irgendwie in jeder Kommunikation. Ich glaube, dass Beziehungen da gar nicht so wichtig sind, sondern dass man transparent und möglichst präzise und fachlich kompetent argumentieren soll. Also ich habe so den Eindruck, es war sehr schwierig, Sie hier heute zusammenzubringen. Dieses EU-Thema scheint ein sehr intensives, großes Thema zu sein in diesem Fundraising-Markt.
Es ist sehr komplex, sehr groß, ja. Und umso mehr freue ich mich, dass das hier Berücksichtigung findet. Denn auf den Fundraising-Portalen in Deutschland sind europäische Fördergelder immer noch nicht so richtig angekommen. Also alleine als Privatperson kann man kaum europäische Gelder beantragen. Wichtig ist, dass man einen Rechtsstatus hat, dass man eine Organisation, ein Verein, ein Verband ist. Und dann ist es so, dass die Brüsseler Gelder, die Aktionsprogramme, sowas wie Jugend in Aktion, Europa für Bürger und Bürgerinnen, das PRINZ-Programm, das Informationsprogramm für die Bürger Europas, dass man da in einem europäischen Konsortium zusammenarbeiten muss. Man braucht Partner aus dem europäischen Ausland, in der Regel mindestens 2, besser sind mehr, so dass man gemeinsam die Herausforderungen in Europa angeht, dass man gemeinsam nach Lösungen sucht, dass man gemeinsam Projekte macht. Das ist im Grunde genommen der Gedanke, der dahinter steht, das ist die Idee, die Europa hat, dass man gemeinsam zusammenarbeitet. Können Sie da was zu sagen, inwiefern der EU oder der Antrag bei der EU Einfluss auf Ihr Projekt hatte tatsächlich? Ja, also wir hatten heute das Thema, inwieweit man sich anpassen sollte oder inwieweit man sich verbiegen muss. Und da war die klare Aussage von Frau Krake-Tichy, an der Stelle nicht verbiegen, sondern dann entscheiden, es nicht zu machen. Und vielleicht wichtig auch nochmal, dass es eine strategische Ausrichtung einer Organisation sein sollte. Dass die Organisation sich darüber bewusst ist, dass europäische Gelder sie verändern, dass ganz neue Aspekte Raum gewinnen, dass Ressourcen freigestellt werden müssen, dass es auch eine Investition ist, in Richtung Europa zu gehen, dass es aber eine große Chance ist. Und dass man sich nicht auf europäische Förderung konzentrieren sollte für ein Projekt, sondern wirklich als institutionelle, als strategische Entscheidung das Ganze sehen soll. Europäische Fördermittel eine Chance für die politische Bildung? In jedem Fall eine Chance, in jedem Fall probieren, wenn es zur Organisation passt. Und dann auch dabei bleiben. Also nicht entmutigen lassen, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann erst recht aus den Erfahrungen lernen und weitermachen. Demokratie braucht politische Bildung und auch in Europa. Und gerade auch da die europäische Dimension, die europäische Bürgerschaft zusammenzubringen, das kann Aufgabe der europäischen Fördermittel sein. Aber die deutsche Dimension muss auch Aufgabe der deutschen Fördermittel sein. Fazit für den Fundraising-Tag? Ja, auf jeden Fall ist das Fazit, es lohnt sich, das Thema nochmal neu anzupacken und ein bisschen umzudenken. Und da ist sicherlich noch viel zu machen. Und last but not least, wir machen natürlich weiter mit unserem Akquisos-Newsletter, den kennt wahrscheinlich der ein oder andere von Ihnen, also unser regelmäßiges Angebot, Hintergrundinformationen über das Thema Fundraising und politische Bildung.